verschiedenen Typen von Haarausfall sind der anlagebedingte Haarausfall, der diffuse Haarausfall, der kreisrunde Haarausfall und seltener Haarausfall infolge einer Erkrankung der Kopfhaut, die zur Vernarbung führt. Den diffusen Haarausfall erkennt man daran, dass überall Haare vermehrt ausgehen und eventuell auch die Haare sich entsprechend überall ausdünnen. Und dieses bedingt in der Mehrzahl der Fälle durch eine allgemeinmedizinische Störung, die sorgfältig abgeklärt werden muss, wie Eisenmangel, Schilddrüsenfunktionsstörung, Medikamentennebenwirkung. In 30% der Fälle, vor allem Frauen, findet man auch nach sorgfältiger Abklärung keine Ursache. In diesen Fällen ist dieser Haarausfallstyp meist vorübergehend und hängt zusammen mit saisonalen Faktoren, hormonellen Schwankungen und Stressphasen im Leben. Dann sollte der Haarausfall fachmännisch abgeklärt werden, damit man zu einer definitiven Diagnose kommt im Hinblick auf eine effektive und spezifische Therapie. Im Vordergrund der Behandlung vom diffusen Haarausfall ist die Ursachenbehebung. Unterstützend kann man Vitamine einsetzen auf der Basis von L-Cystein und B-Komplex-Vitaminen. Sonst zur Prävention. Ganz wichtig ist zu achten auf eine ausgewogene Ernährung, auf Stressvermeidung, angemessene Haarpflege und man sollte nicht rauchen. Im Falle einer genetischen Komponente empfiehlt sich eine Dauerbehandlung mit Minoxidil, denn beim genetischen Haarausfall treten diffuse Haarausfälle in der Regel viel dramatischer auf. Bei einer Behandlung von Haarausfall ist ganz wichtig, dass man viel Geduld hat. Denn vor 3 Monaten ist noch nicht viel zu erwarten. Und die Behandlung sollte diszipliniert durchgeführt werden. Und im Falle von Minoxidil zur Behandlung des genetischen Haarausfalls muss man sich bewusst sein, dass es sich um eine Dauerbehandlung handelt. Wenn ich an Haarausfall leiden würde, dann würde ich mir einfach eine Glatze stehen lassen. Die kommt auch cool. Siehe Triple X. Ich habe mich eigentlich abgefunden, wenn das ein Problem sein sollte. Das ist das Schöne. Ich finde, man wächst ja hinein. Und die Leute müssen mich so akzeptieren, wie ich bin. Wenn es jetzt nur ein paar Geheimratsecken werden, ich denke, da muss ein Mann damit klarkommen. Frauen sind viel dramatischer betroffen vom diffusen Haarausfall als Männer. Aus 2 Gründen. Erstens tragen sie die Haare länger und der Haarausfall wird dadurch viel augenfälliger. Und zweitens haben Frauen eine viel höhere Sensibilität für den Zustand ihrer Haare. Was dazu kommt, ist, dass der anlagebedingte Haarausfall im Unterschied zu den Männern mit Geheimratsecken und Tonsuren bei Frauen oft sehr diffus anmutet, sodass gerne Verwechslungen auftreten. Oft steckt hinter einem diffusen Haarausfall bei Frauen eigentlich ein genetischer Haarausfall.